Zu Gast heute am Lichtstand Andreas Bölke, Geschäftsführer der Hans Bölke Elektroinstallation GmbH und Vorstandsmitglied des Festivals Berlin Leuchtet. Herr Bölke, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herr Bölke, Ihre Firma feiert ja dieses Jahr 70. Jubiläum. Wie fing denn alles an und wie kamen Sie zum Licht? Wir haben gestartet am 9. März 1946. Mein Großvater hat die Idee gehabt, zu Anfang mit Radios zu reparieren. Die Funkhütte war mit seinem Bruder der erste Meilenstein zu starten. Und dann ging es relativ schnell mit dem Messegeschäft los. Seit 60 Jahren sind wir im Messegeschäft tätig. Und jetzt sind 70 Jahre vergangen. Das heißt, es ist wie im Flug passiert. Mein Vater hat das übernommen, das Unternehmen. Und ich bin seit 35 Jahren auch schon dabei. Und Sie sind ja auch bekannt und haben früh gestartet mit dem Konzept der Mietbeleuchtung für Großveranstaltungen und Messen. Welche Vorteile bietet denn so eine Mietbeleuchtung für Ihre Kunden? Ist eigentlich ganz einfach. Wenn man zum Beispiel jetzt hier schaut, es gibt ja viele Anbieter mit Leuchten. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ein großes Lager zu haben, wo ich Material zur Verfügung stellen kann, muss er das nicht kaufen, das Material. Der den Messestand baut, also der Messebauer, der Kunde muss es nicht kaufen, der kann es bei uns mieten. Wir beraten den Kunden und er kriegt optimale Preise, gute Montage, perfektes Licht. In diesen Tagen findet ja auch das Lichtfestival Berlin Leuchtet statt, bei dem Sie unter anderem Initiator sind. Erklären Sie uns doch mal bitte kurz, was ist Berlin Leuchtet? Was unterscheidet dieses Festival von anderen Lichtfestivals? Das Lichterfest startete 2004. Die Citystiftung Berlin hat damals dieses Festival gegründet. Herr Dr. Andrich, jetzt die Lias und meine Wenigkeit. Wir drei haben aus der Stiftung heraus diese Idee gegründet. Natürlich haben wir Vorreiter, wie Sie selber wissen. Lyon ist ein unglaubliches, tolles Lichterfest, was gestartet wird seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wir haben diese Idee aufgegriffen, haben sie für Berlin praktikabel gemacht. Und es ist jetzt schon das 13. Jahr, dass ich das Festival nicht nur begleite, sondern auch in vielen Dingen unterstützen kann, Sponsoren suche, mit tollen Künstlern arbeite ich zusammen. Ich glaube, wir haben vieles bewegt, 70 Projekte in diesem Jahr. Und ich bin halt jetzt in dem Bereich des Vorstandes für Berlin Leuchtet, für das Licht zuständig. Ich bin Kurator, ich bin, was man auch mal sagen, Light Art Director. Es gibt verschiedene Worte dazu zu sagen, aber es geht eigentlich nur um das Thema. Wir wollen die Stadt erhellen und mit natürlich tollem Licht. Gerade in der jetzigen Zeit, wo es trübe ist, wo es kälter wird, wo es sehr früh dunkel wird. Von daher denke ich, ja, das ist eine gute Idee, vor 13 Jahren zu starten. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr auch tolle Projekte den Berlinern zeigen konnten. Und was sind denn Ihre persönlichen Highlights von Berlin Leuchtet? Wir haben uns ja schon im Grunde über den Leipziger Platz unterhalten, Mall of Berlin. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Der Kunde Jerome Huth von der Mall of Berlin hat gesagt, wir möchten gerne auf diesem Platz, weil er sehr geschichtsträchtig ist, die Geschichte Deutschlands erzählt bekommen. Und wir haben ihm dann ein wunderbares Storyboard und natürlich dann auch bewegten Bilder ihm zur Verfügung gestellt. 7 Minuten 30, die deutsche Geschichte. Also ich denke, jeder hat seine Highlights. Also ich weiß, dass wir seit vielen Jahren kleine beleuchtete Schiffchen auf dem Pianosee stellen. Das ist, glaube ich, schon das 5., 6. Mal. Es gibt Fotografen und auch viele, die nach Berlin kommen, die finden die beleuchteten Bäume ganz toll, wo ich sage, naja, das ist nichts Besonderes. Aber jeder hat sein Highlight. Einer möchte bewegte Bilder, einer möchte die Architektur sehen in Farben, einer möchte im Grunde ein Standbild sehen. Der Gendarmenmarkt kommt sehr, sehr gut an. Aber es gibt so viel Unterschiedliches von den 70 Projekten. Einer möchte ganz gerne auf dem Schiff unterwegs sein und möchte dort im Grunde die Stadt wahrnehmen wollen. Also jeder hat, glaube ich, ein spezielles Highlight. Nun gibt es ja auch die Berliner Weihnachtsbeleuchtung. Die ist ja auch unmittelbar mit Ihrem Namen verbunden und auch eine logistische Meisterleistung. Was macht denn die Berliner Weihnachtsbeleuchtung so besonders im Gegensatz zu anderen? Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahren in Berlin sehr viele super tolle Weihnachtsmärkte platzieren durften. Der schönste Weihnachtsmarkt Europas ist ja am Gendarmenmarkt. Wir haben nicht nur, dass wir 70 Weihnachtsmärkte haben, also auch nochmal eine extreme Masse, was wir bringen, aber wir haben wirklich die Qualität Jahr zu Jahr mal verbessert. Wir haben natürlich das Glück, dass wir den Kudamm mit 5 Kilometer Länge, der längst beleuchtete Boulevard der Welt. Das ist nicht meine Aussage, das war damals der Stadtrat Herr Gröler, der das sagte. Ich habe ihn auch recherchiert, er hat recht. Den dürfen wir seit 22 Jahren dekorieren. Das ist wirklich für uns eine große Ehre, seit 12, 13 Jahren für die Firma Waldico tätig sein zu dürfen. Davor haben wir es mit der AG City gemacht. Wir machen nicht nur die Straßenzüge Gendarmenmarkt, Linden, Schlossstraße, insgesamt 14 Straßenzüge Berlins, aber auch sehr viel Center. Und es hat sich so ergeben, dass wir Jahr für Jahr immer weitere Kunden gesammelt haben. Wir haben vor 22 Jahren angefangen und es hat sich wirklich durch Mundpropaganda sich immer weiter vergrößert. Und ich glaube, die Qualität liegt darin, dass wir ganz dicht am Kunden sind, dass wir jeden Wunsch des Kunden ablesen und wir über die Vermietung, was wir auch im Messegeschäft machen, glaube ich, für jeden unserer Kunden eine sehr gute Alternative sind zum Kauf. Also wir verkaufen so gut wie nichts, sondern vermieten das über 3 Jahre. Und
ich muss sagen, wir haben damit riesen Erfolg und es wächst. Und wir haben auch dieses Jahr wieder einen Zuwachs bekommen mit 2, 3 neuen tollen Projekten. Also ich muss sagen, das läuft und funktioniert sehr gut. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Variante, die wir vor 2 Jahren angefangen haben. Wirklich eine reine Vermietung. Wir planen, wir gestalten, wir montieren, demontieren, machen die Wartung. Ein rundum sorglos Paket. Der Kunde hat keine Sorgen mit. Der freut sich nur, wenn die Beleuchtung zugeschaltet ist. Mit Ihrem Planungsbüro AB Lichtdesign setzen Sie auch Beleuchtungslösungen für Gebäude um, haben auch Fassadenanstrahlungen unter anderem realisiert. Haben Sie hier konkrete Projekte, die Sie uns nennen können, aktuelle Projekte, die Sie gerade planen? Vielleicht mal in den letzten Jahren mal erzählt, was wir gemacht haben. Angefangen der Berliner Dom, den Hauptbahnhof illuminiert von der Fassade außen. Wir haben den Friedrichstadtpalast wunderbar illuminieren können. Wir haben sehr viel Gebäude in der Stadt beleuchtet, unter anderem das Elefantentor, das Aquarium gerade neu aktuell abgeschlossen, in- und Außenkonzepte arbeiten. Wir arbeiten, gut, dass Sie das fragen, weil wir machen nicht nur den schönen Schein, wie andere Kollegen mal sagen, es ist ja sehr farbig und jeder hat so ein paar andere Meinungen darüber, aber ich glaube, was wir schaffen, dass wir auch mit anderen Dingen einen Markt erarbeitet haben. Wir sind ganz eng verbunden mit der EUREF. Da gibt es viele Projekte, die wir gerade anschieben und sozusagen jetzt gerade beauftragt bekommen haben. Wir sind im Zoo seit einem halben, dreiviertel Jahr aktiv und arbeiten diese tollen Vorgaben, die jetzt Knierim, der neue Direktor, der Zoodirektor gibt, füllen wir aus. Und von daher gibt es viele Fassadengeschichten, viele Ausstattung, wenn ein Büro neu errichtet wird, sind wir auch diejenigen, die auch mit dem Thema natürlich Energie, LED-Technik einsetzen. Da haben wir sehr gute Leute, die das auch umsetzen können. Aber sie sind sehr nicht zentriert auf das Thema Eventbeleuchtung temporär, sondern wir machen auch sehr viele Installationen in der festen, also sozusagen im Verkaufsbereich. Wir beraten im LED-Bereich und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen sind und dass wirklich im Grunde noch mehr passieren kann und wird auch passieren. Vielen Dank, Herr Böhlke, für das Interview. Einen ausführlichen Interviewbericht mit Andreas Böhlke lesen Sie auch in der Lichtausgabe 78/2016.